Immobilien AG Steiner, grüßig. Immobilien AG Steiner, grüßig. Guten Tag, Frau Steiner, hier ist Markus Fiala. Guten Tag, Frau Steiner, hier ist Markus Fiala. Grüezi, Herr Fiala, wie kann ich Ihnen helfen? Grüezi, Herr Fiala, wie kann ich Ihnen helfen? Ich interessiere mich für die Drei-Zimmer-Wohnung an der Hornhaldenstraße 42 in Zürich. Ich habe ein paar Fragen. Ich interessiere mich für die Drei-Zimmer-Wohnung an der Hornhaldenstraße 42 in Zürich. Ich habe ein paar Fragen. Ja, bitte. Ja, bitte. Gibt es einen Parkplatz? Gibt es einen Parkplatz? Ja, aber der Parkplatz ist nicht im Mietpreis inbegriffen. Er kostet zusätzlich 150 Franken im Monat. Ja, aber der Parkplatz ist nicht im Mietpreis inbegriffen. Er kostet zusätzlich 150 Franken im Monat. Entschuldigung, können Sie bitte etwas langsamer sprechen? Ich verstehe noch nicht so gut Deutsch. Entschuldigung, können Sie bitte etwas langsamer sprechen? Ich verstehe noch nicht so gut Deutsch. Kein Problem. Kein Problem. Also, es gibt einen Parkplatz, der kostet aber zusätzlich 120 Franken im Monat. Also, es gibt einen Parkplatz, der kostet aber zusätzlich 120 Franken im Monat. Das heißt, die Wohnung kostet 1300 Franken plus 150 für den Parkplatz. Das heißt, die Wohnung kostet 1300 Franken plus 150 für den Parkplatz. Okay, und in welchem Stock liegt die Wohnung? Okay, und in welchem Stock liegt die Wohnung? im Erdgeschoss Im Erdgeschoss Hat die Wohnung auch einen Keller? Hat die Wohnung auch einen Keller? Ja, natürlich. Es gibt ein Kellerabteil für jede Wohnung. Ja, natürlich. Es gibt ein Kellerabteil für jede Wohnung. Gibt es eine Waschmaschine und einen Trockner in der Wohnung? Gibt es eine Waschmaschine und einen Trockner in der Wohnung? Nein, es gibt eine Waschküche. Nein, es gibt eine Waschküche. Die Mieter teilen sich die Waschmaschine und den Trockner. Die Mieter teilen sich die Waschmaschine und den Trockner. Es gibt einen Waschplan. Sie können immer montags und dienstags die Wäsche waschen. Es gibt einen Waschplan. Sie können immer montags und dienstags die Wäsche waschen. Das ist gut. Wann kann ich die Wohnung besichtigen? Das ist gut. Wann kann ich die Wohnung besichtigen? Die Besichtigungstermine sind nächste Woche am Dienstag und Donnerstag von 18 bis 21 Uhr. Die Besichtigungstermine sind nächste Woche am Dienstag und Donnerstag von 18 bis 21 Uhr. Der aktuelle Mieter heißt Ulf Schäfer. Sie müssen bei ihm klingeln. Der aktuelle Mieter heißt Ulf Schäfer. Sie müssen bei ihm klingeln. Entschuldigung, können Sie das bitte wiederholen? Das das war zu schnell. Entschuldigung, können Sie das bitte wiederholen? Das das war zu schnell. Die Termine sind nächste Woche am Dienstag und Donnerstag von 18 bis 21 Uhr. Die Termine sind nächste Woche am Dienstag und Donnerstag von 18 bis 21 Uhr. sie müssen bei herrn schäfer klingeln. sie müssen bei herrn schäfer klingeln. gut vielen dank. gut vielen dank. bitte schön auf wiederhören, herr fiala. bitte schön auf wiederhören, herr fiala. auf wiederhören, frau steiner. Auf Wiederhören, Frau Steiner. Guten Morgen. Guten Tag. Wohnen Sie hier? Wohnen Sie hier? Ja, ich heiße Angela Salvatore. Ja? Ich heiße Angela Salvatore. Ich wohne mit meinem Freund im dritten Stock. Ich wohne mit meinem Freund im dritten Stock. Ah, freut mich. Ich heiße Levin Ziergler. Ah, freut mich. Ich heiße Levin Ziergler. Ich und meine Familie wohnen im Erdgeschoss. Ich und meine Familie wohnen im Erdgeschoss. Woher kommen Sie? Woher kommen Sie? Ich komme aus Italien. Ich komme aus Italien. Wie lange leben Sie schon in der Schweiz? Wie lange leben Sie schon in der Schweiz? Vier Monate. Vier Monate. Sie sprechen gut Deutsch. Sie sprechen gut Deutsch. Vielen Dank. Ich gehe in einen Deutschkurs. Vielen Dank. Ich gehe in einen Deutschkurs. Ah, schön. Ich muss jetzt gehen, ich muss zur Arbeit. Ah, schön. Ich muss jetzt gehen, ich muss zur Arbeit. Es hat mich gefreut, Sie kennenzulernen. Auf Wiedersehen, Frau Salvatore. Danke gleichfalls. Einen schönen Tag, Herr Ziegler. Danke gleichfalls. Einen schönen Tag, Herr Ziegler. Hallo Deutschschule, Deutsch lernen mit Spaß. Hallo Deutschschule, Deutsch lernen mit Spaß. Hat dir das Video gefallen? Abonniere unseren Kanal. Hat dir das Video gefallen? Abonniere unseren Kanal!